Seekrauts. Hallo Seekrauts-Freunde, willkommen zurück hier auf dem Seekrauts-Kanal, dem Infotainment-Portal rund um World of Warships. Und wir haben heute wieder ein paar News für euch zusammengestellt. Sind ja zurzeit zwei Testserver online, nämlich der Testserver für das Update 0712 und natürlich der Testserver für die Träger. Wir wollen euch jetzt in den letzten paar Minuten die letzten Infos der letzten Stunden einmal mal kurz vorstellen. Also, zum Update 0712, das Weihnachtsupdate, gab es in den letzten Jahren immer wieder und diesmal haben sie sich wieder ein bisschen was Neues ausgedacht, was man in gewisser Art und Weise schon aus den Vorjahren kennt, aber es gibt immer wieder neue Inhalte. Fangen wir direkt an, im Namen seiner Hoheit, es wird eine Direktivenaufgabe geben und zwar wird es am Ende der Belohnung, also am Ende der Reihe als Belohnung, die Prinz Eitel Friedrich geben. Diese ganze Geschichte läuft 5 Wochen und ihr kriegt pro Woche eine Direktive, die jeweils 10 bis 11 Aufgaben umfassen. Wenn ihr in der ersten Woche gar nicht verfügbar seid, weil Familie, vielleicht Weihnachtsfeier oder so eine Sache, soll es ja plötzlich alles geben, dann habt ihr eben die Möglichkeit in der Woche darauf oder meinetwegen auch in der 5. Woche, wo es nämlich keine Direktive neu geben wird, diese Direktiven alle zu erfahren. Also die werden pro Woche freigeschaltet und ihr theoretisch in der 5. Woche noch alle Aufgaben, also dann 55 Missionen erfüllen, um dann die Prinz Eitel noch geschenkt zu bekommen. Ja, wird ein T6-Schlachtschiff, ihr wisst ja, dass das schon seit längerer Innererprobung ist. Jetzt haben sie das wohl endlich nochmal ausbalanciert. Es gab ja sogar nochmal einen Buff zum Ende der ganzen Geschichte, nachdem es vorher die ganze Zeit genervt wurde. Also ich bin gespannt, wie das Schiff dann nachher auf den Live-Server kommt. Ihr werdet bei uns natürlich, wie ihr es gewohnt seid, eine Schiffsvorstellung erwarten können und das wahrscheinlich auch rechtzeitig, bevor dieses Schiff erspielbar ist. Also zumindest werde ich es versuchen, wenn das Schiff im Store ist, werde ich es mir kaufen und dann für euch komplett aufbereiten, wie ihr es schon kennt. Eben Geschichte, Werte im Vergleich zu anderen Schiffen auf den Tierstufen, Kapitän-Skills, sinnvolle Verbesserung für das Schiff, sinnvolle Signale und so in den ganzen Geschichten. So, nächster Punkt ist, es wird eine neue Sammlung geben und zwar die Belle Epoque-Sammlung. Diese ist aber nicht dauerhaft verfügbar, soweit ich das weiß, sondern ja, ist halt mit diesen Neujahrskampagnen, Neujahrsaufträgen, die ihr in der Zeit abbekommen könnt, eben in Containern, die ihr sicherlich auch im Store kaufen könnt, dann auffüllbar. Umfasst eben hier so Außendekoration von Schiffen. Geht um die Zeit halt vor dem Ersten Weltkrieg, kurz vor dem Ersten Weltkrieg, wo diese ganzen Dreadnought-Klassen sozusagen alle entwickelt wurden. Gut. Dann kommen wir zur nächsten Kampagne und das ist der Feldzug. Und zwar der mächtige Prinz heißt dieser Feldzug und diese könnt ihr nur mit dem Prinz Eitel Friedrich anfangen. Soweit ich weiß, muss man die erste Aufgabe mit dem Prinz Eitel machen, danach kann man auch andere Aufgaben nutzen. Und da wird es dann halt auch wieder so nette Geschichten geben, nette Container für die Neujahrssammlung und so weiter. Also diese Kampagne ist dann quasi für diese Sammlung so ein bisschen unterstützend dabei, ne? Wie gesagt, es wird so verlaufen wie in der Vergangenheit eben auch, dass man da Aufgaben erfüllt. Also keine Ahnung, schießen sie jetzt hier Flugzeuge ab und dann kriegt man dafür eben Sterne. Sterne sammelt man, wenn man genug Sterne gesammelt hat, kann man die finale Aufgabe für die erste Etappe abschließen, kann man die freischalten. Dann muss man diese Aufgabe erfüllen und dann wird Stufe 2 freigeschaltet, Stufe 3 und so weiter und so fort. Auch hier ist es eine temporäre Kampagne, das heißt, die ist nicht Ewigkeiten verfügbar, sodass ihr da euch ein bisschen ranhalten müsst. Ich weiß nicht genau, wie lange diese Kampagne dann da sein wird, ob 3, 4, 5 Wochen, vielleicht sogar 8 Wochen, wissen wir nicht ganz genau, wurde jetzt hier auch nicht erwähnt. Nächster Punkt ist, und das ist eine neue Entwicklung in World of Warships, die Stahlmonster-Kampagne oder Stahlmonster-Feldzug bedeutet, ihr habt noch einen parallelen Feldzug. Den könnt ihr aber nicht freischalten, also den könnt ihr nur freischalten, den könnt ihr aber nicht direkt im Spiel bekommen. Ihr geht nämlich in den Premium Store und kauft euch diese Kampagne. Und mit dieser Kampagne oder diesem Feldzug könnt ihr dann auch Stahl, Kohle und so weiter euch erarbeiten. Wichtelcontainer, also diese Weihnachtscontainer, wird es dann auch wieder geben als Belohnung für diese ganzen Abschnitte. Mich würde interessieren, wie findet ihr das denn, dass World of Warships in Zukunft Feldzüge zum Kauf anbietet und da besonders interessante Inhalte platziert, wie zum Beispiel eben Stahl oder eben diese Wichtelcontainer. Meine Wichtelcontainer
wenn es jetzt diese Premium-Wichtel-Container sind, dann hat das irgendwie noch einen gewissen Gegenwert, sage ich jetzt mal. Aber sonst, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich finde es ein bisschen schade, dass das jetzt auch kommerzialisiert werden soll, diese Kampagne. Gut, muss man halt sehen. Also, ich würde mich jetzt nicht daran hindern, World of Warships weiterzuspielen, bestimmt nicht. Ja, aber im Moment hat man so ein bisschen den Eindruck, dass einiges probiert wird. Vielleicht ist es auch wirklich nur eine Probe. Schreibt eure Meinung unter dieses Video, schreibt eure Meinung unter diesen Artikel ins Forum von World of Warships oder von Wargaming und dann wird sicherlich auch darauf geschaut und berücksichtigt werden. Ihr wisst ja, Feedback könnt ihr auch im Forum überall lassen. Gab da bestimmte Threads, die wir euch in den letzten Schlassenpost-Ausgaben immer mal wieder gezeigt haben. Also von daher, nutzt eure Stimme, wenn es euch nicht gefallen sollte. Nächster Punkt sind Schneeflocken, auch das ist ein Event für die Weihnachtszeit. Und zwar wird jedes Schiff ab Tierstufe 5 sozusagen, oder ab Tierstufe 6 glaube ich, mit so einer Schneeflocke verziert. Das bedeutet, ihr könnt jedes Schiff einmal in diesem Update quasi abstauben sozusagen. Ihr könnt die Schneeflocken oder die Schneeflocken, die auf eurem Schiff liegen, entfernen, in der ihr mit dem Schiff losfahrt und ja, damit siegreich seid. Entscheidend ist oder interessant ist, dass diese Sache eben auch in Koop-Gefechten funktioniert, in Zufallsgefechten funktioniert und in Unternehmen glaube ich auch. Genau steht das jetzt hier gar nicht so richtig dabei. Aber ihr bekommt dann dafür auf der Tierstufe 6 bis 7 Kohle und ab der Tierstufe 8 bis 10 bekommt ihr Stahl. Das heißt, umso höher eure Tierstufe ist und wenn ihr erfolgreich seid, bekommt ihr dafür ein bisschen was an Stahl gut geschrieben. Das finde ich wiederum total genial, dass man auch mal für Spieler etwas tut, die vielleicht nicht in Clans organisiert sind oder in Clan-Boss nicht mitfahren können, weil sie zeitlich gebunden sind oder weil sie selber keinen Bock drauf haben, sich diesem Druck auszusetzen oder ja, weil sie im Clan vielleicht, ich sage jetzt einfach mal, ohne böse zu meinen, aussortiert wurden. Das soll es ja auch geben in verschiedenen Clans. Also, müsst ihr dann eben an solchen Events teilnehmen oder auf solche Events hoffen und ihr habt jetzt hier die Möglichkeit. Ich hoffe, ihr findet das auch cool. Wenn ihr das cool findet, wie gesagt, ich bin immer für eure Kommentare offen. Schreibt gerne unten in die YouTube-Kommentare rein, was ihr davon haltet. Und ja, dann sehen wir weiter. So, zusätzlich zu den ganzen Aktionen, die es dann schon gibt, ist es ja nicht so, dass es schon zu viel wäre. Kommt dann noch ein gewerteter Sprint dazu. Wir haben also Clan-Gefechte, wir haben Tests. Varianten. Auch da wird es ja dann wieder den Test für nächste Update geben. Wir haben Weihnachten, wir haben Kampagnen und so weiter und dann gibt es noch einen gewerteten Sprint. Ja, 10 Ränge verteilt in 2 Ligen, jetzt diesmal nur mit T6 Schiffen, also quasi genau das gleiche, was wir schon vor kurzem hatten. Es gibt es einmal im 5 gegen 5 und dann später im 7 gegen 7. Ja, gucken wir einfach mal, ob ihr überhaupt Zeit habt, das noch zu spielen. Schreibt mir gerne, ob ihr dafür euch Zeit nehmen wollt und dann müssen wir einfach mal gucken, wie das dann läuft. Prinzipiell hat die Sprint-Saison Spaß gemacht. Auch diesmal wird es wieder Divisionen geben. Und sonst vermute ich jetzt einfach, dass die Regeln so ausfallen wie beim letzten Mal. Ja, dass man eine Menge Ränge hat, wo man halt safe ist, dass man nicht zurückfallen kann oder auch Spaß macht, nach oben zu spielen. Und dann bin ich mal gespannt, ob es auf Rang 1 dann Belohnungen gibt, die vielleicht anders sind als beim letzten Mal, weil ich mich definitiv dafür ausgesprochen habe, dass man bei gewerteten Gefechten für Platz 1 immer ein bisschen was an Stahl bekommen sollte. Ist meine persönliche Meinung. Ich hoffe, ihr seht das genauso. Und ja, schauen wir einfach mal. Dann wird das neue World of Warships Premium-Konto auf dem Testserver vorgestellt und ja, ich habe jetzt schon ein paar Artikel gelesen, wo gesagt wird, hier Pay to Win und hast du nicht gesehen. Ich frage mich ganz ehrlich, was das mit Pay to Win zu tun hat. Das Konto kostet genau das gleiche. Es können nicht beide Konten parallel existieren. Entweder man kauft sich ein generelles Premium-Konto für Wargaming-Artikel, das heißt für World of Warships, World of Tanks, World of Warplanes und was es noch alles so gibt und bekommt dann in allen Spielen 50% mehr Credits und 50% mehr XP, das ist ja heute schon so, das ist jetzt schon Standard für ein Premium-Konto. Oder man entscheidet sich nur dediziert, World of Warships zu unterstützen. Und wenn ihr euch dafür entscheidet, World of Warships dediziert zu unterstützen, dann gibt euch Wargaming oder World of Warships, die Programmierer von World of Warships, 15% extra EP. Ihr habt dann aber den Nachteil, dass ihr in World of Tanks und World of Warplanes keinen extra Bonus erhaltet. Ja, also auch das ist ein Versuch von World of Warships respektive Wargaming rauszufiltern und dann möglicherweise so übergreifende Bonis, zum Beispiel Premium-Spielzeit, wenn man World of Tanks gespielt hat. Also es gab jetzt vor kurzem eine Möglichkeit, dass man in World of Tanks ein Gefecht spielt
und dann hat man dafür, also zum Tag der Deutschen Einheit, und dann hat man dafür einen Login-Bonus bekommen, also so eine Mission freigeschaltet. Man konnte sich täglich einmal einloggen, hat dann einen Tag Premium bekommen, Premium-Spielzeit bekommen, aber das zählt natürlich dann auch für World of Warships und World of Warplanes. Möglicherweise wollen sie das so ein bisschen austesten, wie weit die Spieler bereit sind, sich auf ein Spiel festzulegen. Müsst ihr euch entscheiden, ob ihr das machen möchtet oder nicht. Ich finde es interessant. Ihr könnt mir durchaus vorstellen, später auf das Warships Premium-Konto zu wechseln. Das ist meine persönliche Meinung. Ihr müsstet euch das halt überlegen. Wichtig ist bei der ganzen Geschichte, es bringt euch in-game, also im Kampf gegen andere Schiffe oder gegen Flugzeuge oder sowas, gar keinen Vorteil. Ist ganz normal die Abrechnung, wie am Ende immer gewesen ist, nur dass er dann eben 65% mehr XP bekommt anstatt 50. Das ist eigentlich alles. Es wird genau das gleiche kosten. Ihr könnt euch quasi entscheiden, generelles Premium-Konto oder eben das Warships-Premium-Konto. So ist zumindest die Verlautbarung bis heute und von daher sehe ich da überhaupt kein Pay-to-Win. Dann gibt es Balance-Änderungen. Da hatten wir schon drüber berichtet. US-Schlachtschiffe Tierstufe 3 bis 9 werden verändert. Das Verbrauchsmaterial Reparaturmannschaft stellt jetzt 0,66 Trefferpunkte der Gesamt-TP her pro Sekunde. Ne? Also das ist ja die Basis, auf der berechnet wird, wie viele Trefferpunkte pro Sekunde wiederhergestellt werden. Deswegen kriegen die Schlachtschiffe quasi einen kleinen Buff bei der Reparaturmannschaft. Und nach dem, was ich weiß, sollen eigentlich auch die Ruderstellzeit verbessert werden. Hier steht es, verbessert ihre Ruderstellzeit und die Effizienz der Reparaturmannschaft wird erhöht. Also die soll auch recht deutlich sein, die Ruderstellzeit. Ich glaube, da ging es um 12% beim A-Rumpf, ja, wenn da die Ruder schneller verstellbar sein. Sorgt für ordentlich Spaß mit den Schiffen auf jeden Fall, weil aktuell sind sie einfach zu träge. Dann Friedrich der Große, der musste effektiver werden, der war ja schon ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Also ein Viertel Pen für 105 mm Sekundärgeschütze, das heißt 26 mm Panzerung können sie jetzt durchschlagen. Und dann hat man eben die Nachladezeit für die 406 und 420 mm Geschütze, reduziert von 6 auf 26 respektive 29 Sekunden, was auch sehr, sehr sinnvoll ist in meinen Augen und ich werde bestimmt den Friedrich den Großen auch mal ausprobieren. So, dann Spielstil der japanischen Schlachtschiffe Miyogi und Izumo. Soll mit Update 0712 komfortabler werden. Also das ging da hauptsächlich um die Penetrationsfaktoren der panzerbrechenden Granaten und hier wird dann auch noch die Nachladezeit dementsprechend reduziert. Aber es ging halt dazu, ne, bei der Izumo war es eben so, dass panzerbrechende Granaten über große Distanzen abgeschossen eben ein Riesenproblem waren, weil sie einfach übermäßig Penetrationskraft im Vergleich zu anderen Schiffen auf der Tierstufe und den potenziellen Gegnern, also T10-Schiffe und so weiter, verloren hatten. Und ja, deswegen wird das jetzt verändert. Auch bei der Miyogi soll das so sein. Dann wird die Karte Okinawa, so sieht sie jetzt aus und so wird sie zukünftig aussehen. Also deutliche Änderungen. Ne? Vorher hatte man sich bei Okinawa immer irgendwie hier oben so ein bisschen hingedrängt gefühlt wegen den Inseln. Und hier war dann irgendwie nur der Terrain der Mutigen, sei jetzt einfach mal, die oft auf sich alleine gestellt waren, wenn man nicht das richtige Team hatte. Das wird jetzt verschoben. Die große Insel, die vorher in A war, wandert jetzt in B rein. Und die kleinen Inseln, die vorher in B waren, wandern jetzt nach C, sodass man als Zerstörer immer ein bisschen Deckung hat, um da zu cappen. Finde ich prinzipiell ziemlich cool. Ich finde auch immer diese Kanalvarianten so cool, weil die sich so ein bisschen, das ist immer eine permanente Bedrohung, aber am Ende will da doch keiner so richtig durchfahren oder hinfahren oder, ja, es wird eben so ein Kriegsschauplatz werden. Ich finde das ziemlich, ziemlich spannend und finde die Änderung auf Okinawa richtig, richtig cool. Ja, und das ist eigentlich schon alles, was man jetzt sehen kann. Außerdem wird hier im Arsenal, das sehe ich jetzt gerade, ja, im Arsenal könnt ihr nun Dublonen gegen verschiedene coole Spielgegenstände eintauschen. Also hat man einen zusätzlichen Marktplatz in-game geschaffen, wo man mit Dublonen möglicherweise bestimmte Sachen kaufen kann, wie zum Beispiel wahrscheinlich Signalflaggen oder solche Sachen. Das weiß ich noch nicht genau, das werden wir dann sehen, wenn wir das Gameplay haben. So, außerdem wird es eben mit dem Update 0712 den Fortschritt im Wehrpass nicht mehr EP-basierend geben, sondern dann eben aufgespielte Gefechte. Das heißt, nach einem Gefecht wird man Stufe 2, meinetwegen nach 5 Gefechten, nur beispielhaft, nicht, dass ich schon irgendwas wüsste, nach, sagen wir mal, 5 Gefechten wird man dann Stufe 3 und so weiter und so weiter. So, kommen wir weiter im Thema. World of Warships Trailer ist nominiert zur YouTube-Werbung des Jahres zu werden. Ihr habt die Möglichkeit dafür abzustimmen. Geht einfach auf den Artikel, klickt auf hier abstimmen und dann bekommt ihr
hier jede Menge Sachen vorgeschlagen und ich habe hier schon meine Stimme definitiv für World of Warships gegeben. Ich finde ihn einfach richtig genial. Wir können ihn einmal zusammen gucken. What? You haven't played World of Warships yet? Why the hell not? Playing World of Warships will allow you to walk on water, fire at the enemy, torpedo the Yamato, avenge the Titanic, dodge the enemy, have fun playing a survival minigame, look down on others, torpedo the Yamato again, explore the depths of the sea, track your parcel, ah, go to the beach, see the world, and finally sink the Yamato! Do anything you can imagine with World of Warships. Click here and try for yourself. Play for free on worldofwarships.com. Ja, und das ist der Trailer. Ich finde ihn sehr, sehr lustig. Und es ist nun mal mein Hobbyspiel. Ich liebe dieses Spiel. Von daher ist es ganz klar, dass ich die Stimme für dieses Spiel absetze. Wenn ihr das genauso denkt, dann nehmt an diesem Werbeding teil. Nächster Punkt ist, die Community hatte vor kurzem die Möglichkeit abzustimmen für eine Blüsker-Wisker-Tarnung. Die wird es dann wahrscheinlich auch in einem der nächsten Events geben, von denen wir gar nicht so viel im Spiel haben aktuell. Ja, die Blüsker-Wisker hat hier gewonnen, also die hatte sowieso gewonnen, aber ja, der Spieler, den ich gerade nicht aussprechen kann, obwohl ich es vorhin schon mal geübt habe, hat mit dieser Tarnung hier gewonnen. Es gab am Ende 27.843 Stimmen und ja, der Herr, der hat jetzt Glück und kann alle möglichen Premium-Schiffe abstauben. Die nächsten, die mitgemacht haben, haben dann hier die Möglichkeit, jeweils sich ein Premium-Schiff auszusuchen, etc. pp. Sind ganz coole Tarnungen dabei gewesen. Die Tarnung ist auch ganz nett. Ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben, sie zu erspielen, wenn denn die Blüsker-Wisker dafür nicht erforderlich ist. Wenn sie erforderlich ist, ich habe sie gar nicht. Von daher, ja, herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Und ja, ich bin gespannt, wie die dann im Spiel aussehen wird, diese Tarnung. Und jetzt kommen wir schon zum nächsten Punkt, Dezember Kampfaufträge. Auch da haben wir natürlich einige Sachen, die dann noch dazukommen zu dem, was wir jetzt mit 0712 schon sehen. 0712 kommt sicherlich erst Mitte, kurz vor Weihnachten und so weiter. Nichtsdestotrotz, es wird ein vollgepackter Monat Dezember und ein vollgepackter Monat Januar. Und ja, auch hier wird es dann wieder die täglichen Aufträge geben. Also diese Auftragsreihen, die wir jetzt schon seit ein paar Monaten dabei haben, dass ihr hier gleich jeden Tag zwei Reihen erspielen könnt, die jeweils drei Aufträge umfassen. In denen könnt ihr dann halt Kohle erfahren und solche ganzen Geschichten, Signalflaggen und so was, was es da immer so als Bonus gibt. Wenn ihr das nochmal genauer nachlesen wollt, darum möchte ich jetzt nicht weiter eingehen, weil wir machen das schon jeden Monat. Ja, dann lest euch hier die oberen Punkte durch. Der nächste Punkt ist die Commonwealth-Woche. Ab 30. November 6 Uhr bis 4. Dezember 6 Uhr gibt es eben einen Bonus auf den ersten Sieg des Tages und 30% Dublonenrabatt auf britische Premium-Schiffe, Warspite, Hood und eben die Perth. Ja, netter Smoke-Kreuzer. Habe ich selber. Macht immer mal wieder Spaß auf der Tierstufe mit dem Dampfer unterwegs zu sein. Ja, das kann man dazu sagen, das ist die Commonwealth-Woche. Zwielichtgefecht, viele von euch mögen diese Gefechtsvariante. Vom 30. November bis 19. November gibt es jetzt hier, 19. Dezember, gibt es hier Teil 2. Und da müsst ihr dann eben 5 Siege mit der Ghoul, mit der Octopus und mit der Deviatan und so weiter erfahren. Und schaltet dann eben die Vark, die Scrap, die Razor Worm frei, jeweils mit einem Kapitän, der 19 Fähigkeitspunkte hat. Und wenn ihr nachher dann, ja, ganz viele Gefechte gespielt habt, dann habt ihr eben die Möglichkeit, die Rasputin selber zu steuern. Wichtig bei der ganzen Geschichte ist, wenn ihr jetzt Zeit investiert, müsst ihr euch bewusst sein, mit Patch 0712 werden diese Sachen von euren Konten wieder entfernt. Das heißt, das ist nur mal vorübergehend, dass ihr diese Sachen auf euren Nutzerkonten habt. Viel Spaß dabei. Ist eine coole Aktion, auch wenn ich sie persönlich jetzt nicht so spielen werde. Ja, prinzipiell ist es nochmal so ein schönes i-Tüpfelchen zum Halloween-Event vielleicht. Und dann kommen wir zur HMS Dreadnought. Ihr habt bei uns auf der Seite bei Facebook und hier auch in der Flaschenpost schon davon erfahren. Es wird eine Dreadnought-Marathon geben und der startet jetzt am 1. Dezember, also am Samstag. Bei 6 Uhr morgens bis zum 31. Dezember kann man sich die HMS Dreadnought erfahren. Es gibt eben 62 Aufgaben und davon müsst ihr 40 erfüllen. Und wenn ihr 40 erfüllt habt, dann kriegt ihr die Dreadnought in euren Hafen gestellt. Wenn ihr wissen wollt, wie diese HMS Dreadnought ist, was für Werte sie hat, wie sie im Vergleich zu anderen Schiffen dasteht und so weiter, dann lege ich euch ein bisschen Eigenwerbung, die Schiffsvorstellung von uns ans Herz.
Die haben wir heute erst released. Also von daher, da gibt es dann wieder alles, ne? Also das komplette Programm, Geschichte zur Dreadnought, die Werte im Vergleich. Wir haben sie in dem Fall mit dem anderen T3 Premium Schlachtschiff der Deutschen verglichen, dessen Name mir gerade nicht einfällt. König Albert, glaube ich, war es, oder Prinz Albert, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir es mit dem Schlachtschiff verglichen und dazu auch noch ein paar andere Schlachtschiffe der Forschungsbäume mit dazugenommen, so phasenweise. Ja, also ich denke, dass ihr danach im Bilde seid, wie die HMS Dreadnought sich spielen wird, wie man sie skillen sollte, was wichtig ist bei einem Kapitän, was für Signalflaggen sinnvoll sind und so weiter und so fort. Von daher würde mich freuen, wenn ihr mir auch da unter dem Video eure Meinung da lasst zu der Schiffsvorstellung. Was hat euch vielleicht gefehlt? Was war besonders gut? Sehr, sehr gerne. Würde mich sehr, sehr freuen. Ja, und dann gibt es natürlich die Royal Navy Phasen 2, 3, und so weiter. Tägliche Aufträge gehen hier natürlich auch weiter. Also wie gesagt, der Monat ist schon voll gepackt. Wer die COSEC noch nicht hat, der muss die Royal Navy Phase noch ein bisschen weiterfahren und bekommt dann da auch Signalflaggen, Premium-Verbrauchsmaterialien und natürlich weiter die Guineas. Kohle kann man sich hier auch erfahren mit diesem Royal Navy Event. Und für die täglichen Aufträge gibt es dann hier halt die Belohnung abzurufen, ne? Also immer wenn ihr diese Auftragsreihe macht, dann bekommt ihr halt jedes Mal Belohnung. Insgesamt, das ist immer der Gesamtwert, 12 Signalflaggen oder bis zu 400 Mal Kohle und so weiter und so fort. Kann man hier alles schön sehen. Müsst ihr euch dann runterscrollen, wenn ihr an bestimmten Tagen nicht da seid oder an bestimmten Tagen nur da seid, was es an dem Tag dann eben mitzunehmen gibt. So, apropos mitnehmen. Auch hier möchte ich nochmal auf unser Gewinnspiel hinweisen. Wir haben ein Lichterketten-Gewinnspiel initiiert. Für dieses Jahr zu Weihnachten wollen wir euch auch ein bisschen überraschen. Und zwar mit diesem Gewinnspiel. Wir werden an jedem Adventswochenende Gewinner ziehen. Das erste Gewinnspiel läuft jetzt gerade schon. Das ist das erste Video, wo ihr drunter kommentieren, abonnieren, liken könnt. Und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Wir ziehen am Ende von den Videos drei Gewinner, die dann von uns beschenkt werden. In dem ersten Video gibt es kleine Geschenke, also kleine Wichtelcontainer, Nikolaus-Container, wie auch immer man sie nennen möchte. Sobald sie verfügbar sind, würden wir dann den Gewinnern diese jeweils zustellen. Und wir fangen dann mit dem nächsten Video, was ich jetzt am Wochenende für euch dann vorbereiten werde, an. Und dann bereiten wir die nächsten Geschenke für euch vor. Und wie es so schön ist, wird es natürlich die Spitze zum 4. Advent geben oder kurz vorm 4. Advent, in dem Fall schon, wo ich selber zu Weihnachten nicht da bin. Aber wir möchten euch trotzdem beschenken. Von daher, seid gespannt, macht mit. Ich verspreche euch, es gibt auf jeden Fall jedes Mal eine Steigerung. Und naja, wir können es dann weiter auf die Spitze treiben. Seid einfach gespannt, seid dabei. Dann werdet ihr sehen, was es gibt. So, jetzt aber genug von Gewinnspielen und Mitnehmen und Flaggen und Premium-Verbrauchsmaterialien. Jetzt möchte ich euch nochmal einladen. Und zwar einladen zum öffentlichen Test. World of Warships ist ein Spiel, was sich permanent in Entwicklung befindet. Ob nun bei dem Träger, ob nun bei U-Booten, ob nun einfach das nächste Update getestet werden soll, kann, muss. World of Warships oder Wargaming kann seinen Job nur dann gut machen oder besser machen, wenn wir alle da draußen an diesem Update und Testprozess teilnehmen. Wie ihr daran teilnehmen könnt, ist hier beschrieben in einem separaten Bereich. Auch diesen Bereich werde ich euch wieder unten ins Video verlinken. Da könnt ihr nämlich auch noch Belohnungen mitnehmen für die Teilnahme an Tests. Also zum Beispiel Signalflaggen oder eben Tarnungen oder eben sogar Premium-Spielzeit, wenn ihr bestimmte Voraussetzungen erfüllt habt und sehr aktiv wart bei den Testdingern, also bei den Testfahrten. Hier ist es nur ein Zufallsgefecht. Bei dem nächsten ist es dann eben die Direktive erfüllen. Und hier gibt es die komplette Sammlung zu erfüllen. Jetzt muss man aber wissen, nicht, dass ihr die Hände über den Kopf zusammenschlagt. Auf dem Testserver ist alles sehr, sehr viel einfacher. Also man bekommt sehr viel schneller Gegenstände und kann sich auch sehr, sehr schnell in den Schiffen nach oben arbeiten. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt erst bei T8 seid, könnt ihr da relativ schnell T10-Schiffe ausprobieren. Ja, weil die nur 4000 XP kosten und die kann man ruckzuck erfahren. Ich mache da gerade ein bisschen Werbung für, weil ganz oft auffällt, dass relativ wenige Leute auf dem Testserver unterwegs sind. Prinzipiell möchte ich euch bitten, wenn ihr Bock habt, ein bisschen eine Vorschau zu erhaschen und ein bisschen Zeit zu investieren, ihr werdet dafür ja auf dem Live-Server belohnt. Auf dem Live-Server, nicht auf dem Testserver. Auf dem Live-Server, ihr bekommt die Flaggen dann auf eurem Live-Server gutgeschrieben. Und ja, hier ist eine Erklärung, wie man das Game Center installiert, wie man den Client runterlädt, wie man sich registriert. Wird uns allen am Ende der ganzen Community helfen, wenn ihr der ein oder andere mehr von euch da draußen vielleicht dran teilnimmt.
So, jetzt aber genug geschwafelt. Ich hoffe, dass euch das Video wieder ein bisschen weitergebracht hat und ein paar Informationen gebracht hat, die ihr vorher vielleicht noch nicht hattet. Wenn dem so ist, und auch wenn dem nicht so ist und ihr trotzdem mehr davon sehen wollt, ja, würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, einen Daumen nach oben. Das wird uns sehr, sehr helfen. Wenn ihr Informationen im Vorwege immer schon haben wollt, dann schaut gerne auf unsere Facebook-Seite vorbei. Auf unserer Facebook-Seite releasen wir immer viele Informationen ins Deutsche übersetzt, also englische Artikel, die ins Deutsche übersetzt werden und eben auch die Newsartikel, die wir überall im Internet zu finden. Oder ihr kommt zu uns auf den Discord, wenn ihr direkte Fragen habt, könnt ihr mich da direkt persönlich anschreiben und mit uns in Kontakt bleiben. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen schönen Abend. Bei mir ist gerade Abend, vielleicht schaut ihr uns ja gerade am Morgen, dann wünsche ich euch einfach einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream hier auf dem YouTube-Kanal. Haut rein! Bis dahin, euer Secrets-Team, euer Marara. Ciao, ciao. Secrets.